Ja, ein freundliches Herzlich Willkommen zur nächsten Aufnahmesession Minecraft. Wie ihr wisst ja, ich habe ja das Rayman Legends Video wollte ich ja eigentlich ein bisschen später raushauen, aber das ist dann durch Zufall, ich habe es dann aus den Augen verloren. Man hat ja auch noch andere Dinge zu tun. Ist dann leider, sag ich mal, schon früher rausgekommen, als ich eigentlich wollte. Heute mal als Homer Simpson unterwegs, habe ich mir einfach mal das Texture-Pack gegönnt. Hallo. Und das Simpsons Texture Pack, wo ich immer mal jetzt auch mal hin und her wechsle. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich ja mir was gegönnt habe. Ich habe einen neuen Rechner. Ich kann jetzt schneller rendern. Ich habe ein 9,2 GB Video in 10 Minuten gerendert. Brauchen wir ja mal absolut gar nicht darüber zu reden. Das Rayman Legends war nämlich 9,2 GB groß. Ja, und das ist eine schöne Sache an und für sich. Wir haben noch ein bisschen Erde da. Komm, wir machen jetzt die Erde weg. Was soll's? Wir machen die Erde weg. Eichenholz, erstmal schaffen wir den ganzen Kram weg. So. Das nehmen wir noch. Das wird zwar dann wieder ein bisschen dauern, aber geschenkt ist geschenkt. Bringen wir erstmal den ganzen Kram weg. So. Und ja, dadurch, dass ich jetzt einen erhöhten Ausstoß erzeugen kann, möchte ich einfach mal probieren, ob ich jetzt vielleicht, ich möchte so einen kleinen Versuchsballon starten, vielleicht täglich eine Folge Minecraft zu machen. Und am Wochenende noch ein kleines Projekt. Einfach mal probieren, ob das sowas wird. Ja, ob das klappen würde. Hier rein haben wir die doch, glaube ich. Ja. Eigentlich können wir den Mist doch weghauen hier. Lederkram. Na los, nochmal behalten wir es. Wir haben hier noch ein bisschen Kies. Ich misste gerade mal ein bisschen aus, damit wir hier mal ein bisschen besser hinkommen. Kies. Einen ganzen Hintern voll Steine. Das sind keine Steine. Kobbel, hier. Ui, ich würde sagen, Kobbel ist voll. Uiuiui, da ist die große Koppeltruhe voll. Gut, dann machen wir hier noch in den Gravel noch was rein. Da muss der Gravel jetzt durch. Melonensamen, die knallen wir mal schön weg. So, die sind zwar jetzt nicht richtig reingefallen, aber gut. Die Kohlen tun wir hier oben rein. Und dann hätten wir erstmal Platz für ganz andere Sachen, zum Beispiel Erde, die wir ja noch brauchen. Holz, Erde. Wo wir eigentlich auch nicht mehr so viel haben, aber das ist nicht schlimm. Zum Glück habe ich die Erde ja aufgehoben. Schwein gehabt, würde ich sagen. So. Los geht's, was lief da hinten? Eine Kuh, die sah aber voll strange aus. Ja, ach so, ich habe vergessen, jetzt meine Uhr anzustellen. Mist. Meine Uhr. Wir sind bei 3 Minuten. Na gut, die schenke ich euch. Ich kann ja jetzt zum Glück am Stück aufnehmen. Das ist schon richtig geil. Das macht schon was her, dass ich jetzt am Stück aufnehmen kann. Das geht schon richtig gut los. Ja, und weil ich jetzt auch besser schneiden und rendern kann. Und es kann vielleicht in nächster Zeit mal ab und zu mal zu Verzögerungen kommen oder weil ich, wie gesagt, ich arbeite mich gerade auf einem neuen Rechner ein, auf einem neuen Betriebssystem. Ich habe zwar jetzt auch eine Partition gemacht, dass ich auch Windows drauf, also Windows benutzen kann auf meinem Mac, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich möchte ja nicht einen Mac haben, um dann Windows drauf zu verwenden ständig, sondern einfach mal so zur Not vielleicht mal schön was zocken oder so und ja oder so und dann einfach mal schön. Okay. Mist, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz beenden soll, wollte.
ist, wenn man Gedanken ist. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, wie wir danach weitermachen, wenn wir diesen Boden ausgetauscht haben, was wir danach ausbauen. Ja, wie gesagt, ich arbeite mich gerade ein in die neuen Programme, in die neuen Sachen. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich meine Investition nicht bereut. Ja, also jeder, der so ein bisschen was mit Videoschnitt, Videobearbeitung, Bildbearbeitung und der einfach auf Funktion, also Funktionieren steht, dass er einfach man den Kram benutzt und er funktioniert. Ja, dem empfehle ich, so, Entschuldigung, meine Nase ist gerade wieder ein bisschen zu, dem empfehle ich einfach, ein Apple-Produkt zu nehmen. Und jetzt bin ich einfach mal so uncharmant und am Anfang der Aufnahme einfach mal schön Nase putzen. Ja, und wir haben ja letztens ein neues Format gestartet, eine Stunde mit. Und unsere erste Folge war ja Rayman Legends. Und ich überlege schon, was man da noch machen könnte. Ich habe ja einen Kommentar bekommen von Lukas Kunze, Grüße an dieser Stelle, dass man da mal Assassin's Creed spielen kann. Aber Assassin's Creed ist ja bei uns noch offen. Wir sind ja noch eigentlich mitten in Assassin's Creed 1. Aber ich kann mich da eigentlich gerade nicht so für begeistern. Ich habe Assassin's Creed Unity für die Xbox One hier. Und da habe ich auch noch nicht geschafft, es durchzuspielen. Nicht geschafft aus mangelndem Können, sondern geschafft aus mangelnder Action. Weil das Spiel einfach absolut, es sieht gut aus, ja, keine Frage. Es ist ein cooles Setting, keine Frage. Aber man hat einfach nicht mehr diese Verbundenheit, sag ich mal, zum Hauptcharakter wie im zweiten Teil Assassin's Creed. Der Beginn der Ezio-Saga, der Ezio-Trilogie, Brotherhood, Revelations, ja, Trilogie. Das waren einfach die besten Spiele. Also das beste Spiel immer noch Teil 2 und da freue ich mich richtig drauf, wenn wir das mal spielen. Da freue ich mich richtig drauf. Da habe ich auch alle DLCs und das macht so Spaß, das Spiel. Das ist so geil, dieser Hauptcharakter, den Ezio Auditore. Richtig klasse. Absolut cool. So ein richtig typischer Hau drauf Videospielcharakter, aber irgendwie ist er allen auch sympathisch, weil Frauenheld, weil Womanizer, weil wohlhabende Händlerfamilie, weil Playboy, weil Act irgendwo immer an, weil irgendwie draufgängerischer, abenteuerlicher, krasser Typ, der als halt so ein Kumpeltyp, mit dem er einfach mal um die Häuser ziehen würde. Und der ist dann einfach auch noch in eine Tragödie verwickelt und so weiter. Und will dann seine Familie rächen und irgendwie so. Ich meine, ich spoilere ja hier gerade nichts. Jeder mit gesundem Menschenverstand muss das Spiel kennen. Ja, ganz einfach. Der muss das Spiel kennen. Oh Gott. Ich weiß, wie gesagt, jetzt bin ich gerade wieder hart am Zweifeln, ob das reichen wird. So, und wie gesagt, ich wollte dann erstmal gucken, vielleicht mal probieren, jeden Tag täglich ein Video Minecraft zu machen. Aber Minecraft ist ja wirklich ganz schön, sage ich mal, unbeliebt. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal wieder zwei Folgen Monopoly rausgebracht. Monopoly Streets. Und das ist verflucht gut gegangen. Unerwartet gut. Unerwartet gut ist das gegangen. Und ich habe schon überlegt, vielleicht da auch mal wieder ein paar Folgen rauszuhauen.
Und ja. Jo, natürlich habe ich ja mal vor ein paar Wochen gefragt, ob es so Interesse an Twitch-Channel gibt, so an Livestreams. Haben mir auch Leute geantwortet, oder einer zumindest, und hat gesagt, ja, wenn dann nur am Wochenende. Ja, was anderes würde für mich auch nicht in Frage kommen, denke ich mal. Vielleicht auch mal eins, zwei Stündchen in der Woche, so, aber zu humanen Zeiten, ja. Gibt ja Let's Player, große Let's Player, die dann irgendwann einfach mal montags anfangen zu streamen und da denkst du dir, klasse. Oder sonntags abends. Und da denkst du dir, ja, schön. Danke für die Rücksichtnahme auf die arbeitende Bevölkerung, ja. Aber, ja gut, so ist es halt. Das passiert manchmal. Geil, diese gelbe Hand. Homer Simpson ist ja fleißig am Main. Ah, jetzt haben wir hier was runter. Mist. So, guck dir das an. Wahnsinn, unser Pier, der sieht schon ganz schön gut aus. Da hätten wir dann ja eigentlich die grundlegenden Sachen geklärt. Ich denke mal, ich werde dann mal wieder ein Häuschen machen. Mal was nicht so herrschaftliches. Muss ja auch nicht immer zweietagig sein. Kann ja auch mal ein einfacher Verschlag sein, aber das soll ja so ein bisschen der besser gestellte Teil der Stadt werden. Der Stadt, des Dorfes oder beides. Und ja, das ist, manchmal kommt man da schon ein bisschen in die Bredouille, sage ich mal. Weil man echt manchmal nicht genau weiß, wie nun das eigentliche Konzept werden soll. Weil es einfach schwierig ist, weil man so viele Einfälle hat, so viel, das strömt manchmal so viel auf einen ein. Und das ist nun mal leider so. Da muss man dann irgendwie erstmal seine Gedanken wieder ordnen und vielleicht auch erstmal was ausprobieren. Passt das hier rein, passt das nicht hier rein? Es kann auch sein, dass wir durchaus mal was bauen und es dann wieder abreißen müssen. So ist es nun mal leider. Und ich muss mal wieder neue Spitzhacken holen. Ja, gut. Was gibt's noch zu erzählen? Eigentlich eine Menge. Eigentlich richtig viel. Weil ich freue mich, wie gesagt, dass ich jetzt einen höheren Ausstoß produzieren kann. Jetzt müsste nur noch mal in nächster Zeit mein. Unsere Leitung hier, die wir hier in dem Stadtteil, wo ich wohne, sag ich mal. Wir haben nur eine 15.000er Leitung. Ich komme vom Dorf. Ich konnte nur mit den Let's Plays anfangen, weil ich da mir damals für übelst viel Geld eine teure Internetleitung legen lassen habe. Was heißt legen lassen? Ja, der kam dann halt einer und hat da so fett was rumgebastelt und. Hä, haben wir noch was an? Ja, wir haben den Helm noch auf, aber den sieht man nicht. Okay. Komm, den hauen wir mal weg. Scheiß Helm. Oder. Ja, komm, den hauen wir jetzt hier voll ins Gebräu. So, wir brauchen Stickies. Haben wir welche? Ja, wir haben welche. Dann bauen wir uns mal ungeniert. Wir haben den Helm wieder. Ich wäre wahnsinnig. Doch nicht wahr sein. Jetzt mach deinen Abgang, ey, ehrlich. Ja, jetzt hat es auch das schöne Zischgeräusch gemacht. Jetzt ist es auch verbrannt. Ja. Erstmal hier den Kram her. Und jetzt geht es erstmal voll sparen weiter. Wie man so schön sagt, voll sparen. Das Gute ist, dass wir halt jetzt so viele Bricks kriegen. Wir werden sie wirklich brauchen. Sag ich gleich. Die werden wir wirklich brauchen. Was heißt Bricks? Das sind ja keine Bricks, das sind ja Cobbles. Stone de Cobble. Hier hinten ist irgendwas auf und geploppt. Wir spielen immer noch im Peaceful, ja. Aus den Gründen, die ihr kennt.
So, jetzt machen wir erstmal den Kram hier weg. Dann hauen wir die Erde raus. So. Wahnsinn, wie ich überlege gerade. Ja, da möchte ich halt mal Livestream auf Twitch. Ich gehe aber heute von 100 ins 1000, ne? Jetzt sind wir wieder bei Twitch. Und da möchte ich halt ab und zu mal Livestream. Bin gerade dabei, so ein bisschen Setup zu machen für einen Rechner, also für einen Mac. Und probiere da mal so ein bisschen rum gerade. Und wollte eigentlich ja Xbox One streamen, aber mal gucken. Vielleicht können wir ja da noch so eine kleine PC-Ecke machen, was weiß ich. Zurzeit spiele ich extrem viel. Es wird jetzt doof klingen, aber SimCity 5. Weil erstmal war es im Angebot. Zweitens mal weiß ich, dass es total verbuggt war. Die Betonung liegt wirklich auf wahr. Also ich kann mich über gar nichts beschweren. Die Traffic-Probleme sind geklärt. Also die Probleme, die da waren mit dem Verkehr, also Ingame-Verkehr, die sind gelöst, kann ich wirklich so sagen.